Du, wenn er läuft. Das ist Berlin, das ist der Tech täglich und heute haben wir ja so eine Art Sondersendung. Gefilmt auf einem iPhone 8 Plus. Nach dem Intro-Musikstück, das ich diesmal selber wieder intoniere, geht's los. Dum, badadum, bam, 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 bam. Tja, Tech täglich Sondersendung heute mal mit mir und mit einem Kollegen, den ihr sonst nicht so oft vor der Kamera seht, dem Sebastian. Guten Tag. Guten Tag. Ja, was hat uns am Wochenende sonst allgemein beschäftigt, wenn nicht das iPhone? Das iPhone. Ja, die Bundestagswahl vielleicht noch, aber ach, na, die lief so am Rande mit. Ja, neue iPhones sind da. Wir haben die am Freitag abgeholt. Wir haben uns am Freitag früh auch in einer Nacht- und Nebel-Aktion, naja, nicht Nacht- und Nebel, sondern Guerilla-Aktion quasi da zum Apple Store auch in am Kudamm hier in Berlin bewegt, dabei rausgekommen ist ein einstündiges Live-Video, das sehr, sehr cool geworden ist. Falls ihr das noch nicht geguckt habt, guckt es euch unbedingt mal an. Wir haben auch einen kleinen Zusammenschnitt. Ja, da erfahren wir zum Beispiel auch, warum die Leute überhaupt das iPhone 8 wollen und nicht alle auf das iPhone X warten. Und am allerlustigsten fand ich tatsächlich, wie die Kollegen den Ordner da gefragt haben, na, was hältst du denn so von dem neuen iPhone? Und der so, ja, ach, ich bin mehr so der Samsung-Typ, muss ich ziemlich lachen dabei. Ja, aber wir waren natürlich auch am Wochenende nicht untätig und der Ben, der am Freitag sich die neuen iPhones schon bei Apple direkt in London abgeholt hat, wir haben da auch abends noch ein Taxi-Interview kurz geführt, so über FaceTime, und der hat sich das abgeholt und erste Eindrücke für uns zusammengesammelt. Und jetzt wollen wir euch heute mal wirklich ganz speziell in diesem Tech täglich wirklich nur einzig und allein iPhone-Content liefern. Falls es euch nicht interessiert, könnt ihr also an der Stelle direkt abschalten. Ja, was haben wir auf der Seite? Kameravergleich ist erstmal so ein Thema, ne? Also der... Genau, also ein Kameratester hat ja behauptet, dass das iPhone 8 Plus die beste Kamera eines Smartphones besitzt. Ja, das waren sogar die Experten von DxOMark, ne? Genau, genau. Die haben aber, glaube ich, das Note 8 noch gar nicht getestet, oder? Eines von den neuen Samsung-Handys haben die noch gar nicht getestet. Also müssen wir mal gucken, was da dann rauskommt. Wir haben schon ein paar Vergleichsfotos auf der Seite und man sieht tatsächlich Fortschritte im Vergleich zum iPhone 7. Samsung macht andere Sachen, manche Sachen anders, zum Beispiel den Weißabgleich, der ist viel wärmer, oft zu warm. Dafür ist bei manchen Sachen die Schärfe fast noch ein bisschen besser. Aber, das muss ich auch sagen, ja. Aber eher so der Schärfeneindruck. Also wenn man zum Beispiel einmal so eine Gitterlinie, die ich da auch vergrößert auf der Seite zeige, da ist das bei Samsung fast so eine Zackenlinie, weil die das nicht mehr ganz genau auflösen. Bei Samsung finde ich auch, haben diese Strukturen, also vor allem beim Galaxy S8, so diesen leichten Halo-Effekt, ne? Also so, als ob das ganz besonders übertrieben nachgeschärft worden ist im Post-Processing, das Bild. Dass die iPhone-Bilder, aber auch beim Note 8 muss ich sagen, das wirkt schon schön natürlich, aber bei Samsung ist natürlich so, die haben einfach nochmal ein bisschen Farbe draufgeballert, nach meinem Eindruck. Ja. So. Manche mögen das halt, manche nicht so. Ne? Genau. Aber ich finde die iPhone 8-Bilder auch deswegen besser, weil die dann doch noch ein bisschen kontraststärker sind, und wenn man dazu im Vergleich die natürlichen iPhone 7-Bilder anschaut, sind die doch fast ein bisschen fad. Da haben sie, glaube ich, einen ganz guten Schritt getan. Aber am besten schaut ihr euch die Bilder selber an. Also wir zeigen die euch total unbearbeitet auf der Seite. Also dein erster Eindruck, Fotoqualität, iPhone 8. Ja, passt ganz gut. Wir haben jetzt leider noch keine Nachtaufnahmen, bloß bei schlechtem Kunstlicht. Da ist es tatsächlich nicht so gut. Und ich befürchte auch, dass wirkliche Nachtaufnahmen, dass da das iPhone noch nicht wirklich was kann. Wo wir beim Thema schlechtes Kunstlicht sind, dieser Tech täglich wird tatsächlich auch auf einem iPhone 8 Plus aufgenommen. Ja, also da habt ihr vielleicht auch schon mal gleich einen ersten Eindruck von der Videoqualität. Ja. Und normal haben wir hier auch immer Softbox noch, und diesmal haben wir tatsächlich noch diese Neonröhren. Schwenkt mal nach oben, Johann. Diese wunderschönen Röhren haben wir also heute nur ganz... Extra für euch, um hier mal so einen richtig schönen Härtetest fürs iPhone 8 Plus und dessen Videokapazität oder Videoqualität zu machen. Okay, aber abgesehen von der Fotoqualität, du hast ja jetzt dich so ein bisschen beschäftigt mit dem iPhone 8 und dem iPhone 8 Plus. Was ist denn jetzt so insgesamt dein erster Eindruck nach 10 Minuten bis 10 Stunden Nutzung? Also mein erster Eindruck, hier haben wir übrigens eines, war, hoppla, das ist ja schwerer und auch ein bisschen dicker. Und gut, ich wusste schon, dass ein bisschen... Das Case abfriemeln. Ich wusste ja schon, dass es ein bisschen schwerer ist, hier im Vergleich ein iPhone 7.
Und habe dann aber auch beide Modelle das ist wesentlich leichter. Beide Modelle ein paar Kollegen in die Hand gedrückt, auch dem Frank und auch wer es nicht wusste, welches ist und welches schwerer und welches leichter ist. Man merkt tatsächlich einen Unterschied. Das iPhone 8 ist 10 Gramm schwerer und die 10 Gramm, die merkt man tatsächlich. Das ist echt verwunderlich, aber ja. Und ich muss auch sagen, also mir persönlich gefällt das Glas auf der Rückseite jetzt doch ein bisschen besser als das Alu. Ich meine, da sind die Meinungen hier in der Redaktion gespalten, aber ich finde es eigentlich ganz nett, vor allem, weil es sich trotzdem nicht so rutschig anfühlt, wie jetzt beispielsweise ein Galaxy S8 von Samsung durch diesen Metallrahmen. Aber das Alu fühlt sich auch nicht rutschig an. Ja, schlecht ist das nicht, aber irgendwie mag ich das hier. Und wir haben es auch schon ausprobiert, Wireless Charging funktioniert. Genau. Also ich bin noch nicht unbedingt ein Fan jetzt von der Glasrückseite. Muss ich mal schauen, ob sich das noch ändert. Aber aktuell habe ich hier meistens ein Case. Ja, aber so kann man die Rückkamera auch schön für Selfies verwenden, weil man sich ja dann doch irgendwie so ein ganz klein bisschen selber sieht. Ach so, weil es spiegelt, sieht. Ja. Gucken, hier spiegelt sich natürlich nichts. Ja, doch. Ein bisschen. Aber. Ja, Wireless Charging haben wir ausprobiert und zwar auch mit Hüllen. Einmal mit dieser Silikonhülle. Mhm. Damit funktioniert es. Und wir haben jetzt hier vom iPhone 7 haben wir eine Hülle, die konnten wir auch drauf tun. Hat auch funktioniert, weil ich mal gehört habe, mit Lederhüllen würde es nicht funktionieren. Das braune ist eine Lederhülle. Hat geklappt. Solange da jetzt nicht noch irgendwie Schrotkugeln drin stecken vom toten Tier, denke ich, warum sollte es nicht funktionieren? Ne? Also, dauert es dann vielleicht länger? Du hast doch mit kabellosem Laden schon mehr Erfahrung? Eigentlich nicht. Also nach meiner Erfahrung nicht. Ich habe ja schon seit 3 Jahren, lade ich meine Samsung-Geräte schon mit Wireless Charging und das ist insgesamt ein bisschen langsamer als per Kabel. Aber ob jetzt ein Case drumherum ist oder nicht, macht aus meiner Erfahrung keinen Unterschied. Zumindest, wenn das Case jetzt aus Gummi oder Elastan oder was gibt's da noch? Kautschuk ist. Kork, ja. Also alles was organische Materie, nicht Metall, nicht metallisch, ist eigentlich kein Problem aus meiner Sicht. Du hast eben schon die Cases angesprochen, die iPhone 7 Cases, die auch auf dem iPhone 8 funktionieren sollen. Ist das so? Genau, also es ist um 0,2 mm dicker, das fühlt man tatsächlich auch im Direktvergleich zumindest. Also jetzt bei den Cases, das ist jetzt fürs iPhone 8, das ist übrigens mehr, geht mehr ins Pink, als das war mal ein älteres Product Red Case. Also man sieht jetzt hier deutlich den Unterschied zu dem rosa... Das ist Pink. Rosa... Genau. Rosé-Rot heißt, glaube ich. Irgendwie so, ich weiß nicht genau. Farben. Wir passt, Kerle kennen uns da nicht aus. Passt auf iPhone 7 und iPhone 8 eigentlich genauso, auch das iPhone 7er, also man merkt schon, ist ein bisschen schlanker geschnitten, die 0,2 mm hat Apple da schon berücksichtigt. Ich glaube, bei so elastischen Cases und natürlich erst recht bei Taschen ist es egal, ob das jetzt schon angepasst ist an das iPhone 8 oder nicht. Und ansonsten muss man halt ein bisschen drücken und den Gürtel enger schnallen. Ne? Ja, also bei so ganz das dünnen Cases, ich von mir und meinen da wäre ich vorsichtig, weil so ganz dünne Cases, die brechen dann oder halten nicht ganz gut. Und, ja, stimmt, man muss ja auch darauf achten, dass halt die Display-Seite nicht über das Case hinausragt, weil ansonsten ist der Schutz ja quasi nicht gegeben. Ne? Das ist nicht über der... Ach so, ja. Ne? Genau. Gut, also iPhone 8, ihr werdet definitiv in den kommenden Tagen von uns weitere erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Eindrücke auf der Seite lesen und dann geht es auch schon über in die Testberichte. Achso, eine kleine Sache, die ich gerne noch teilen möchte mit euch ist, dass ich den Eindruck habe, dass das Display auch tatsächlich durch diese True-Tone-Technologie beim iPhone 8 wesentlich besser ist. Also einfach dadurch, dass es an das Umgebungslicht angepasst ist. Das macht schon einen Unterschied. Das ist jetzt dunkler, also vielleicht wenn man das hell macht. Schaut das besser aus. Also Sebastian, also glaubst du jetzt von mir, dass ich daran nicht gedacht habe? Nee, ich meine halt auch wirklich die Farbtonalität. Also das ist schon ein Unterschied, ein kleiner Unterschied. Ach, das vibriert so schön, das iPhone. Vielleicht gewöhne ich mich doch nochmal so an die iDevices von Apple. Tja. Ja, okay, also so viel erstmal zu unserem... Der True-Tone ist auf jeden Fall ein guter Fortschritt. Also das kennen wir ja vom iPad schon länger. Ist eigentlich ein Wunder, dass Apple das jetzt erst eingeführt hat mit dem iPhone 8. Das ist praktisch. Gut, Freunde, also guckt auf giga.de/apple und giga.de/tech in den kommenden Tagen bezüglich All Things Apple. Guckt euch nochmal unser Facebook Live Video an, das ist richtig cool gewesen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Montagabend. Genießt die Zeit, wir sehen uns morgen wieder beim Tech täglich und wenn es euch gefallen hat, und Abo. Servus. Wisst ihr Bescheid. Ciao.
Ich glätsch mir ein, oder? Weil ich nochmal.